starten wir nochmal. Potenzfunktionen ableiten und integrieren ist die Sache, und zwar besonders die E-Funktion, ich meine die Eulersche Zahl. Im Tafelwerk oder in irgendwelchen Formelsammlungen findet man, dass f von x ex ist, dass dann, wenn das so ist, dann ist die erste Ableitung genauso. Das heißt, im Umkehrschluss, dann muss aufgeleitet das auch wieder e hoch x sein, allerdings plus c plus diese übliche Konstante. Auf Seite 278 im Buch, also in unserem, finden sich Übungen dazu, sind auch Erklärungen. Und trotzdem, die eine Aufgabe heißt, f von x ist gleich e hoch 3x. Lasst uns das mal untersuchen, damit wir sicher sind, warum das so ist. Und wir wenden jetzt mal Substitution an. Das heißt also, ganz eiskalt sagen wir eben, dass 3x ist gleich u zum Beispiel. Und naja, mal sehen, wie es weitergeht. Das müssen wir erstmal diskutieren. Mal sehen, was passiert. Machen wir es mal so. Also wenn wir sagen, 3x ist gleich u, dann müsste eigentlich dastehen e hoch ja, u ist auch irgendwas. Wie geht das dann weiter? Was müssen wir da machen? Vorsichtig, wir müssen eine Kettenregel anwenden. Das ist nämlich eine Funktion in der Funktion. E hoch u. Wie müssen wir das definieren? Wir brauchen noch eine zweite Variable. Müsste man eigentlich dann sagen, ist v, ne? U und v, Kettenregel. Die müssen nicht U und V heißen, die können auch A und B heißen, aber das bietet sich halt an. Was ist denn dann U'? U' ist klar, das müsste 3 sein. Das ist nicht das Problem. Und was ist dann, wie geht es dann weiter? Lass uns mal überlegen. Mal sehen, was passiert hier noch? Wir brauchen noch einen V'. Ja. Und wie viel ist dann V'? Wenn ich das hier links mir angucke, dann muss das wieder sein, E hoch U, ne? Okay, e hoch u. So, jetzt heißt aber die Kettenregel, die wissen wir ja, dass wenn f von x gleich, oder machen wir es ganz anders, ich mache es mal kürzer, f' von x ist demzufolge u' mal v'. So wie früher, Kettenregel kann man abgucken im Tafelwerk, das ist nicht das Problem. Das heißt aber letztendlich, dass hier f' von x gleich sein muss, e hoch u und so weiter und so fort. Wenn ich das zusammenknüpfe, dann habe ich hier noch eine Ableitung. Und jetzt kommt u', also 3 mal e hoch. Und da alles so bleibt, wie geht es weiter? 3 e hoch u. Das ist jetzt aber noch nicht alles. Jetzt müsst ihr eigentlich hier noch ein u hinschreiben. Aber wenn u sowieso 3x ist, können wir das u auch gleich ersetzen. Und das ist das ganz bequeme e hoch 3x. Also die 3 hiervon, die innere Ableitung wandert nach vorne und dann klappt das auch. Das können wir zum Beispiel machen mit, jetzt mal Beispiele dazu. Beispiele. F von x ist meinetwegen e hoch 50x. Was machen wir dann? Dann muss f' von x sein. 50 mal und dann e hoch 50x, ne? Genau. Oder f von x ist, was machen wir noch? Ja, f von x ist e hoch 7x plus 8. Wie ist die erste Ableitung von 7x plus 8? 7, ne? Demzufolge muss f' dann heißen. E hoch. Moment, pardon, nicht e hoch, sondern was müssen wir, ne? Erst die 7. Die erste Ableitung von 7x plus 8 ist 7 mal und dann der ganze Mist wieder hinterher. Das heißt also, unsere Substitution, die hat uns gebracht, dass das eigentlich ganz einfach ist. Kettenregel anwenden, peng, 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 over. Das ist gar nicht so schwer. Man widmet in dem Buch der Sache auch gar nicht so eine Riesenbedeutung und sagt, na und kommt, dann kommen wir gleich mal zu nächsten Übungen. Machen wir gleich mal eine Übung. Ich habe mir die abgeschrieben. F von x ist x plus e hoch minus x. Was müssen wir hier grundsätzlich anwenden? Wir haben hier vorne und hier zwei Summanden, also Summenregel, einzeln ableiten. Ist dann nicht schlimm.
F' von x muss dann sein. Also wenn man sich das hier so anguckt, die zweite Aufgabe, x plus e hoch minus x, dann wie üblich, wir leiten die einzelnen Summanden ab. Der erste heißt 1, ist klar. Und ich habe jetzt mal sicherheitshalber eine Klammerung gesetzt, damit man das besser sieht. Also das hier ist die übliche Geschichte von hier oben, wie wir es schon gemacht haben. Also, da hier oben aber minus 1 mal x steht, müssen wir uns die minus 1 nach vorne denken. Und jetzt fällt es auch besser auf, dass es mit der Klammer ein bisschen günstiger ist. Das kann man dann zusammenfassen und so weiter. Nächste, c, was hatten die da? F von x ist x mal e hoch 2x. F' von x. Achtung, das ist ein Produkt aus x, eine Funktion und hier noch eine andere. Wir müssen also eine Produktregel anwenden und eine Kettenregel. Produktregel ist leicht, Kettenregel ist mittlerweile auch leicht. Also, das. Auch hier machen wir uns nicht heiß an der Sache. Ich habe hier unten drunter mal geschrieben, dass ja die Produktregel gilt. Ne? Ich habe ein Produkt aus x mal e hoch 2x, also muss ich die Produktregel anwenden. Erstmal schreiben wir unabgeleitet, u ist x, also x, dann, jetzt kommt die Ableitung, 2 mal e hoch minus, 2 mal e hoch x, e hoch 2x, pardon, warte mal, ich will hier den Cursor, so, und jetzt kommt dieses Plus hier. Jetzt kommt die erste Ableitung von x, ist 1, und dann schreiben wir hinterher v unabgeleitet hin, also lassen wir das stehen. Könnte man sich jetzt noch mit irgendwelchen, hier kann man auch schön ausklammern, das e hoch 2x, aber lassen wir jetzt mal, ist jetzt nicht das Wichtigste. Nächstes Ding, ich schreibe es erstmal auf. Also, der erste ist u, jetzt kommt erstmal u mal v', also schreiben wir es erst kalt ab. Na, x plus 1 in Klammern mal, und jetzt das ableiten. Was ergibt e hoch minus x abgeleitet, das haben wir hier oben schon. E hoch minus x ist minus 1 mal e hoch minus x, also minus so, mal, na, wieso schreibt das Biest nicht? Jetzt haben wir ein kleines Problem. Jetzt haben wir, wie es aussieht, ein technisches Problem, hier kann man nicht weitermalen. Ich mache das Video mal in zwei Teile, also hier geht es dann weiter an der Stelle. Ich mache erster und zweiter Teil draus oder mittlerweile zweiter und dritter Teil.